Und nicht nur wegen des 3:2 gegen Salzburg litt die drittbeste Frühjahrsmannschaft nur 3 Punkte hinter einem möglichen Europacup-Startplatz und will nur noch den Kapfenbergern zeigen, wer am Tivoli die Hosen anhat. Die Gäste, bei denen einige nicht ganz gesunde Spieler wie etwa Torjäger Aller fürs Cup-Halbfinale am Dienstag geschont werden, stehen vorerst sehr tief. Die Tiroler von Beginn an bemüht, offensive Akzente zu setzen. Das ist Burgic. Wird von Taboga am Weg zur ersten guten Chance regelwidrig gehindert. Kapfenberger bekommt dafür Gelb, aus dem herausgeholten Freistoß wird aber nichts. Aufmerksamer Beobachter Eddie Stöhr am Dienstag ja mit Austria-Lustenau-Cup-Halbfinalgegner der Kapfenberger, die dem Innsbruck-Tor nach mehr als 20 Minuten erstmals nahe kommen, aber gleich in einen Konter laufen. Weiter Auswurf von Grünwald und was dann folgt, ist eine Szene mit Symbolcharakter für die erste halbe Stunde. Die Tiroler zwar mit mehr Ballbesitz, aber ohne ausreichend Kreativität, um das steirische Abwehrbollwerk zu knacken. Kapfenberg lässt sich nur selten verleiten, mutig nach vorne zu spielen. Und wenn das nicht funktioniert, verlegt man sich wieder darauf, das Tiroler Spiel zu zerstören. Und das sehr konsequent. 4 Kapfenberger belagern einen Tiroler. Gelegentlich in Hälfte 1 zeigt die Mannschaft von Werner Gregoritsch aber auch einen Hauch von Gefahr. 31. Minute. Guter Steilpass auf den aufgerückten Innenverteidiger Schönberger. Der ist allerdings in Abseitsposition. Die Attacke von Wackergoli Grünwald hat dennoch Konsequenzen. Er sieht von Schiedsrichter Schüttengruber Gelb. Ohne vorherige Abseitsstellung wäre es eindeutig Torraub und Rot gewesen. Das überlegene Team, dennoch die Innsbrucker, was sich in den letzten Minuten vor Hälfte 1 auch in Chancen niederschlägt. Perino, super Zuspiel auf Berstaller. Melnitschki kommt zu spät, aber Tormann Patrick Wolf ist rechtzeitig zur Stelle. Die erste große Chance für die Gastgeber. Wir sind in Minute 47 und wieder bei Julius Berstaller. Zuletzt gegen Salzburg zweimal erfolgreich. Und Wacker doch noch mit der Führung in Hälfte 1. Beim 0:5 gegen Sturm hatte Kapfenberg-Trainer Gregoritsch noch gemeint, heute haben meine Spieler einen imaginären Anzug getragen und Begleitservice gespielt. Diese Rolle übernehmen heute Erkinger und Taboga, der den Ball auch noch abfälscht. Walter Kugler reibt sich die Hände, ein Schritt zum möglichen Europacup-Startplatz ist getan, aber wer ruht sich schon gern auf einer 1:0-Führung aus? Minute 58. Herr Staller sitzt da, keine Anspielstation mehr und versucht es einfach einmal selbst. 4 Minuten später wieder die Grün-Weißen. Burgic bekommt den Ball nicht unter Kontrolle, aber dann von hinten Tomáš Abraham. Der Tscheche beweist in dieser Situation ein gutes Auge, die mögliche Entscheidung aber aufgeschoben. Kapfenberg zeigt sich indes nach vorne wesentlich aktiver als in Hälfte 1, allerdings vorerst ohne große Torschance. 79. Minute, eingewechselte Michael Tieber. Schöne Annahme, toller Volley aus der Drehung und Pascal Grünwald hat auch mal ein bisschen Arbeit. Innsbruck scheint also einem knappen Pflichtsieg entgegenzusteuern. Und das ist in der letzten Minute der Nachspielzeit auch der letzte Versuch der Kapfenberger. Felfernick, auch in Hälfte 2 ins Spiel gekommen auf David Senscher. Und nach 93 Spielminuten steht es 1:1. Felfernick bleibt mit dem Ball entgegen Tiroler Proteste im Spielfeld. Und David Senscher beschert den Gästen aus Kapfenberg doch noch einen Punkt. Wir haben große Probleme gehabt. Wir haben 5 Spieler mit einem Magen-Darm-Virus gehabt. Das waren Probleme. Der Mauritsch hat 10 Minuten vor Beginn absagen müssen, hat gebrochen in der Kabine. Das war natürlich eine schwierige Situation, aber die Mannschaft hat meiner Meinung nach alles das gezeigt, was sie eigentlich kann. Man hat es gespürt, es liegt vielleicht noch was in der Luft. Also wenn man Glück hat, kommt man drüber. Wenn man Pech oder wenn es nicht so sein will, dann kassiert man es. Wir haben zu wenig dafür getan, dass es nicht passiert.
Für den Aufsteiger aus Tirol folgt nach der Verweigerung der Lizenz in erster Instanz, also mit zwei verlorenen Punkten auf dem Platz, der nächste Tiefschlag. Denn die Chance auf die Teilnahme an einem internationalen Bewerb scheint seit heute 17.52 Uhr so gut wie dahin.